Diese kleine Tonfigur stammt aus Cuenca in Ecuador. Und sie hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Romanhelden Perry Rhodan. Von den Präastronautikern wird sie herangezogen als Beweis für die Landung von Aliens auf unserem Planeten. Allerdings sind die Fundumstände unklar. Es gibt keinen wissenschaftlichen Befund. Und außerdem, warum sollen eigentlich die Außerirdischen ausgerechnet die Raumanzüge der NASA kopieren? Ist es nicht so? Wir sehen nur, was wir kennen oder sehen wollen. In fremden Formen nach bekannten Mustern fahnden, das ist unser größtes Problem. Diesem Phänomen begegnen wir womöglich auch im Hochland von Peru. Denn es gibt Zeitgenossen, die behaupten, dass dort, im sagenumwobenen Nazca, der Weltraumbahnhof der Außerirdischen war. Vor mehr als 2000 Jahren wurden hier bis zu 30 Meter große Figuren in den Sand gescharrt. Auch sie tragen auffallende Kopfbedeckungen. Schon seit 2 Jahrzehnten beschäftigt sich Markus Reindl mit den Funden in der Wüste und hat ihnen einen Teil ihrer Geheimnisse entlockt. Wir können heute diese Figuren viel präziser fassen. Wir können sie zeitlich einordnen. Wir wissen, dass diese Figuren aus einer alten Felsbildtradition herstammen, dass speziell diese Motive in der späten Paracas-Zeit, also in der Vor-Nazca-Zeit, angelegt wurden. Und wir können diese Motive auch sehr schön vergleichen und in Verbindung bringen mit Motiven auf anderen Bildträgern wie Keramik oder Textilien, wo sie viel besser zu erkennen sind. Und da können wir sehen, dass das Kopfschmucke sind, die die Menschen dort bei Ritualhandlungen trugen. Ritualhandlungen, die oft in Verbindung mit Wasser standen, auch das ein Ergebnis der Forschungen von Markus Reindl und seinen Kollegen. Als die Scharbilder angelegt wurden, litten die Menschen hier unter extremen Klimaschwankungen. Gut möglich, dass sie die Götter im Himmel so um Hilfe anflehten. Das wichtigste Argument aber, das Präastronautiker für einen möglichen Besuch Außerirdischer in Nazca anführen, lässt sich damit noch nicht entkräften. Denn neben den Figuren sind es vor allem kilometerlange geometrische Formen, die hier ins Auge stechen. Als hätte jemand Landebahnen angelegt. Also das ist natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen und Fantasie. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dagegen zu argumentieren von wissenschaftlicher Seite, dann muss man ganz klar sagen, das wäre auch gar nicht gegangen, dass da irgendwelche Raumschiffe landen. Wir haben ausgegraben und darauf auch Gebäude gefunden auf diesen großen freien Flächen. Reste von Pfostensetzungen, die hoch in die Luft standen. Also es wäre technisch schon mal gar nicht möglich gewesen. Also aus der Traum von der Landung der Außerirdischen am Weltraumbahnhof von Nazca. Doch wozu waren die Flächen da? Es war ja ein großer Aufwand, sie freizuräumen. Auf eine Antwort sind die Wissenschaftler übrigens bei der Untersuchung des Bodens gestoßen. Bei den Scharbildern finden sich besonders viele Scherben. Sie lassen auf Kult- oder Opferhandlungen schließen. Darüber hinaus ist der Boden unter der freigescharrten Fläche stark verdichtet, als seien viele Menschen darüber gelaufen. Für uns das ist eine ganz grundsätzliche Neuinterpretation, nicht Bilder, die in die Wüste gemalt wurden, sondern das waren Aktionsflächen für die Ritualhandlungen der Nazca-Leute. Ja? Also darauf hat etwas stattgefunden. Das waren Plätze, auf denen Prozessionen stattgefunden haben, auf denen Kulte und Rituale im Zusammenhang von Wasser und Fruchtbarkeit stattgefunden haben. Das erklärt aber noch nicht, wie diese gigantischen Bodenbilder, die ja nur vom Flugzeug aus zu erkennen sind, überhaupt angelegt wurden. In dieser einzigartigen Konzentration findet man sie nur in Nazca. Vom Boden aus, also der Perspektive des Menschen, liefern diese Linien überhaupt kein erkennbares Bild.
Also waren sie doch das Werk der fliegenden Götter? Tatsächlich wurden die gigantischen Bilder erst 1924, nach Einführung der kommerziellen Luftfahrt in Peru, entdeckt. Und nur mit Hilfe von Drohnen und Computervisualisierung ist es Forschern heute möglich, das ganze Ausmaß der Rituallandschaft, wie sie sie nennen, zu erfassen. Dabei werden immer neue Bilder entdeckt. Mehr als 1500 sind bisher bekannt. Die meisten wurden zwischen der Zeitenwende und 450 nach Christus angebracht. Als die Wüste sich immer weiter ausdehnte, haben die Nazca mit erstaunlicher Präzision einzigartige Kunstwerke geschaffen, deren ganze Schönheit sich nur vom Himmel aus erschließt. Also das Konzept hat ja Nachahmer gefunden. Es gibt ja heute moderne Strukturen, die kann man nur vom Weltraum aus erkennen. Im 19. Jahrhundert hat übrigens der deutsche Mathematiker Gauss vorgeschlagen, in sibirische Weizenfelder den Satz von Pythagoras hineinzumähen, um den Mondbewohnern mitzuteilen, mit uns könnt ihr rechnen.